Holzhäuser in Deutschland sind derzeit noch nicht so verbreitet, wobei man feststellen muss, dass sich in den letzten 10 Jahren, also ich beschäftige mich jetzt mit dem Holzrahmenbau, also dem Errichten von Häusern in Holzbauweise, konkret seit rund 15 Jahren und stelle doch fest, dass sich in der Zeit eine Menge getan hat. Das ganze ökologische Bauen hat in den letzten Jahren mehr an Bedeutung gewonnen. Wir haben in der Holzbauweise die Möglichkeiten, sehr viel vorzufertigen in der Produktionshalle, wo wir wetterunabhängig arbeiten können. Dadurch können wir die Bauzeiten sehr genau vorhersagen und wir haben eine sehr hohe Genauigkeit, die wir erstellen können mit unseren Häusern. Und das sind alles Dinge, die den Kunden halt auch überzeugen. Die Idee, warum wir Makler geworden sind, ist, dass wir für unsere Kunden, also die Verkäufer von Immobilien, möglichst viele Vertriebswege nutzen möchten und eben auch modernstes Equipment, modernste Medientechnik, um einfach die Leute auf einem Weg abzuholen, also die Käufer, die potenziellen Käufer auf Wegen abzuholen, die andere eben nicht erreichen. Der Riesenvorteil ist natürlich, wenn man sich einen Experten wie uns mit an die Hand nimmt, dass wir auf allen Bereichen oder im ganzen Bereich des Verkaufsablaufs eben spezialisiert sind. Ja, Marcel Ackermann von Falk Immobilien und ich, wir sind circa zeitgleich Mitglied des Expertennetzwerk Heinsberg geworden und haben dann schnell festgestellt, dass wir uns gut ergänzen können. Der Marcel ist Experte im Bereich, was den Verkauf von Holzhäusern betrifft. Er hat also auch eine entsprechende Erfahrung. Ja, ich bin zum Expertennetzwerk gegangen, um Unternehmer kennenzulernen, die genauso brennen für ihren Job und genauso spezialisiert sind in dem Bereich, wie wir das mit Falk Immobilien sind. Und da haben Stefan Erkens und ich, wir haben uns kennengelernt und haben gemerkt, dass wir uns unglaublich gut ergänzen. Er brennt einfach für die Bauweise seiner Häuser aus Holz. Ja, und so hat es sich eben ergeben, dass wir auch schon seit einem Jahr sehr erfolgreich zusammenarbeiten. Und mittlerweile ist da auch schon eine Freundschaft daraus entstanden.